Moin moin und was geht? Crafty wieder hier mit einer neuen Ausgabe von DBD für Dummies. Das neue Chapter ist hier und bringt natürlich wieder mal einen neuen Killer mit, also dachte ich mir, dass wir diesen mal als nächstes angehen. Die Singularität, aka The Singularity, ist eine KI, Roboter, was auch immer, die von einer Art Alien befallen wurde und jetzt irgendwie alle umbringen will. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Auf jeden Fall sollten Sci-Fi-Fans mit diesem Chapter auf ihre Kosten kommen. Wir nehmen den neuen Killer heute genau unter die Lupe, sprechen über seine Power und wie wir die am effektivsten nutzen, sprechen über seine besten Add-ons, Vor- und Nachteile und schauen uns mal zum Schluss ein Beispielbild an. Bedenkt bitte trotzdem, dass der Killer recht neu ist und sich in Sachen Balancing natürlich immer noch was tun kann. Also dann, los geht's! Die Singularity hat wie die meisten Killer auch ziemlich standardmäßige Base-Stats, also normaler Terrorradius, normaler Movement-Speed und normales Erscheinungsbild bzw. Größe. Der interessante Spielstil folgt mit seiner Power, Quantum Instantiation. Haltet ihr Rechtsklick gedrückt, könnt ihr Biopods durch die Map schießen, die an flachen Oberflächen haften bleiben. Diese Biopods fungieren dann quasi als Kameras und ihr könnt euch in diese einwählen, umschauen und sogar von Biopod zu Biopod schauen. Seid ihr in der Kameraansicht und ihr seht einen Survivor und schaut diesen durch die Kamera für einen kurzen Zeitraum an, wird dieser automatisch angeschossen und mit Slipstream infiziert. Infizierte Survivor können sogar andere anstecken, wenn sie sich in unmittelbarer Nähe zueinander befinden, zum Beispiel zusammen an einem Gen sitzen. Schaut ihr lang genug auf einen Survivor, der mit Slipstream infiziert ist, teleportiert ihr euch augenblicklich zum Survivor und betretet den Overclock Mode. Im Overclock-Mode zerstört ihr Paletten und Wände ultraschnell, ihr vaultet ultraschnell und ihr könnt nicht von Paletten betäubt werden. Diese gehen instant kaputt, so als würdet ihr das Perk Spirit Fury benutzen. Also ihr merkt, Overclock-Mode ist geil, da wollt ihr hin. Diese ganze Power hat aber auch seine Schattenseiten. Überall auf der Map spawnen so eine Art 3D-Drucker, die EMPs für die Survivor herstellen. Diese können die Survivor zusätzlich zu ihren Items wie Flashlights, Medikits und so weiter tragen und sogar verwenden. Die Survivor müssen den EMP kurz für ein paar Sekunden aufladen, drücken dann einen Knopf und haben einen kleinen Radius, mit dem sie eure Kameras deaktivieren können und sich selbst und sogar andere Survivor von einer Slipstream-Infektion heilen können. Ihr könnt zwar weiterhin durch deaktivierte Biopods schauen, aber ihr könnt keine Survivor mehr infizieren. Haben die Survivor aus so einem 3D-Drucker einen EMP genommen, wird zusätzlich nach einer gewissen Zeit dort ein neues hergestellt, automatisch. Diesen Vorgang kann man sogar beschleunigen, wenn man an so einem Drucker geht und die Aktion für das Beschleunigen ausführt. Also kurz gesagt, es gibt unendlich EMPs auf der Map und dieses ganze Infizieren und EMPen ist ein ständiges Katz-und-Maus-Spiel. Daher mein Tipp, hört auf nur an Generatoren oder festen Orten eure Biopods zu platzieren und dann den Kamerasimulator 2023 zu spielen, es wird nicht funktionieren. Und die Survivor schmeißen sowieso dauernd EMPs, wenn ihr mal einen infiziert habt. Stattdessen wollt ihr im Chase diese Biopods schießen und einen Survivor mit Chase infizieren. Weil, jetzt kommt der Trick, ihr müsst nicht unbedingt durch einen Biopod schauen, um euch zu einem infizierten Survivor zu teleportieren und in den Overclock-Mode zu kommen. Ihr könnt einfach so auf einen Survivor schießen, wenn er infiziert ist, und euch dann zu ihm teleportieren. Also so ähnlich, als wolltet ihr einen Biopod auf dem Survivor platzieren. Das könnt ihr, solange der Survivor infiziert ist, unendlich oft wiederholen und mit diesem Overclock-Mode seid ihr dann eine Chase-Maschine und könnt Druck ausüben. Als kleiner Tipp noch, falls ihr euch fragt, wie ihr Biopods wieder entfernen könnt, weil euch das Placement zum Beispiel nicht gefällt, einfach erneut auf den Biopod schießen, damit zerstört ihr ihn. Soviel zu Power, gehen wir mal über ein paar Vor- bzw. Nachteile aus meiner Sicht. Ich möchte an dieser Stelle nochmal erwähnen, der Killer ist recht frisch, es kann sich noch viel ändern, aber das ist jetzt erstmal meine Sicht der Dinge. Singularity hat meiner Meinung nach einen sehr einzigartigen Spielstil mit den Biopods und diesem Overclock-Mode. Es ist mal was Neues. Es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, yo, das wird mein neuer Mainkiller, aber immerhin kriegen wir neue Ideen. Seine Power bzw. sein Overclock-Mode hat sehr geiles Chase-Potenzial, wenn ihr es richtig einsetzt. Seine Standard-Perks, die er mitbringt, sind ziemlich cool und lassen sich super auch auf anderen Killer anwenden. Bisher kann ich nicht behaupten, dass ich auf gewissen Maps großartige Vor- oder Nachteile hatte. Also Map scheint der Singularity so ziemlich egal. Das Chapter bringt uns quasi Sci-Fi-Horror nach DBD. Wem das gefällt, hey, dann hast du jetzt hier deinen Alien-Technologie, KI, Terminator-Killer, wie auch immer. Als ersten Nachteil, und ich hoffe, die fixen das noch, muss ich sagen, dass seine Fußschritte sehr, sehr laut sind und mir manchmal auf den Sack gehen.
Mir gefällt auch nicht, dass die Survivor unendlich oft meine Power kontern können. Stellt euch vor, ihr spielt Wesker und die Survivor haben unendlich Kisten und Sprays. So fühlt sich das an. Das Biopod-Managing ist oft tricky und kann auch viel Zeit kosten. Aber ansonsten haben wir hier erstmal einen soliden Killer bekommen, denke ich. Wie gesagt, mein absoluter Traumkiller ist es nicht. Aber die Idee und die Power sind an für sich cool. Nur dieses EMP-Gespamme ist mir einfach noch zu krass. Aber vielleicht wird es ja noch irgendwie getuned. Bevor wir uns nun die meiner Meinung nach besten Add-ons zu der Singularity anschauen, solltest du das Video bis hierher geschaut haben und dir gefällt, was du siehst, lass doch gerne ein Like und ein Abo auf meinem Kanal da. Gerne kannst du auch mal live auf Twitch vorbeischauen, wo wir fast ausschließlich DVD zocken. Mein Discord-Server steht auch jedem offen, komm uns gerne mal besuchen. Links zu allen Kanälen findet ihr in der Videobeschreibung. Also, Add-ons. Mit dem Iridescent Crystal Shard bekommt ihr per Killer Instinct Survivor angezeigt, die sich in einem 6 Meter Radius um einen frisch platzierten Biopod befinden. Killer Instinct ist dieses blinkende Herzschlagsymbol, was euch die Position eines Survivors verrät, aber nicht exakt dessen Aura. Mit dem Soma Family Photo bekommt ihr nach einem Teleport 5% Movement Speed dazu. Allerdings ist die Dauer des Overclock Modes um 50% reduziert. Mein bisheriges Lieblings-Addon, Crew Manifest. Sobald ein Survivor mit Sleepstream infiziert wurde, seht ihr seine Aura für 8 Sekunden und die Infektionsreichweite zwischen den Survivern ist um 2 Meter erhöht. Als nächstes die Night Requisition Form. Alle Survivor starten das Spiel bereits infiziert und EMPs brauchen zu Beginn des Spiels 30 Sekunden länger, bis sie bereit sind. Mit dem Diagnostic Tool Construction seht ihr die Augen des Survivors, sobald sie ein EMP aufnehmen, für 6 Sekunden. Mit dem Hyper Awareness Spray hören die Survivor euren Terrorradius, so als ob ihr in der Nähe wärt, aber nur wenn sie mit einem Slipstream infiziert sind. Mein zweites Lieblings-Addon, Livewires. Survivor, die sich von einer Infektion befreien, schreien und offenbaren somit ihre Position. Mit den Cremated Remains leiden die Survivor unter Blindness, wenn sie sich in 12 Meter Nähe eurer Biopods aufhalten. Mit dem Diagnostic Tools Repair verteilt ihr den Mangled-Status, wenn ihr einen Survivor im Overclock-Mode hittet. Das ist dann quasi so, als hättet ihr direkt Sloppy Butcher dabei. Bei den braunen Addons ist für mich nur Kid's Ball Cloth interessant. Es verlängert die Dauer des Overclock-Mode um 25%. Soviel zu den Addons. Schauen wir uns mal ein Beispielbild von mir an. Wir haben hier auch 3 Genkick Perks dabei, weil, wie ich finde, die super zusammenpassen. Als erstes haben wir Pop Goes the Weasel. Ein alter Klassiker, den ich früher echt gern gemocht habe. Und Pop ist besser denn je, denn es wurde gebufft. Nachdem ihr einen Survivor aufgehangen habt, aktiviert sich Pop Goes the Weasel. Ihr habt jetzt 45 Sekunden Zeit, den nächstbesten Generator zu kicken und ihm mit diesem Kick direkt 30% Progress wegzukicken. Das ist eine Menge. Wenn wir schon Gens kicken, machen wir direkt mit einem neuen Perk weiter. Machine Learning. Ihr kickt einen Gen und dieser wird für euch markiert. Wird dieser Gen nun doch fertiggestellt, erhaltet ihr für 30 Sekunden 10% Movement Speed Bonus und seid undetectable. Kickt ihr einen anderen Gen, während ihr bereits einen Gen markiert habt, wird stattdessen dieser Gen markiert. Es kann also immer nur ein Generator betroffen sein. Als nächstes nutzen wir noch ein neues Perk, was ich sehr geil finde, Forced Hesitation. Wenn ihr einen Survivor downt, erleiden alle anderen Survivor, die sich in einem 16 Meter Radius um diesen Survivor befinden, den Hindert-Status-Effekt und sind dadurch 20% langsamer für 10 Sekunden. Also wenn ihr jemanden downt und da ist noch jemand in der Nähe, der hat so gut wie keine Chance wegzukommen. Als letztes noch ein Chen-Kick-Perk, Nowhere to Hide. Wenn wir schon Chens kicken, verrät uns Nowhere to Hide dabei, ob sich jemand direkt in unserer Nähe versteckelt hat. Für 5 Sekunden seht ihr in einem 24 Meter Radius alle Survivor um euch rum. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende eines weiteren Dummy-Videos. Lasst mich doch gerne mal wissen, was ihr vom neuen Killer haltet und wie ihr ihn spielt. Ansonsten auch gerne Feedback in die Kommentare. Ich hoffe, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Crafty. Peace out. Ich bin draußen.